Hallo Freunde und willkommen zum ersten Video auf Partyrentner. Mit dabei ist heute Kai. Hallo Freunde. Und wir suchen heute Walter. Und Kai erzählt euch, was wir hier überhaupt machen und wer wir sind. Genau, die alten Hasen unter euch wissen ja, dass der Kanal früher mal Rocorti hieß. Genau, wir haben uns aber jetzt hingesetzt und überlegt, den ganzen Kanal etwas umzunennen. Und zwar Partyrentner. Genau, warum, wieso, weshalb ein neuer Kanalname oder ein neuer Kanal? Ich sehe gerade, wie du weiter siehst, suchst. Das ist voll schwierig. Das ist eigentlich was für Kinder. Also, wieso ein neuer Kanal? Ganz klar, wir haben halt ziemlich lange und auch ziemlich, also wir haben ziemlich lange nichts gemacht und ziemlich oft neu angefangen, weshalb der Kanal halt einfach wirklich schon ziemlich viele tote Abonnenten hat. Ich glaube, aktuell sind es 1700, ne? Oder 1780 sogar. Von denen guckt aber eigentlich niemand mehr die Videos und wir können uns mit den alten Videos auch nicht mehr identifizieren. Nein, Schwachsinn. Wir haben halt. Hey, du hast einen gefunden. Ja, Der Zauberer. jetzt Nee, aber. wir haben halt damals klar viele Videos gemacht, so. Ich meine, wie jeder mal klein angefangen, die haben dann so 10 bis 20 Aufrufe bekommen. Das sind aber einfach nur Let's Plays gewesen und das sind Videos, die sich halt heutzutage niemand mehr anguckt. Und wir uns auch selber gesagt haben, Mensch, ganz ehrlich, die Videos würden wir uns selber nicht mal mehr angucken. Oder hätten wir uns auch niemals angeguckt. Und jetzt wollen wir einfach so die Qualität und unseren eigenen Anspruch anheben und haben uns halt hingesetzt und überlegt, was für Videos wollen wir machen. Wie sollen die ganzen aussehen und würden wir die Videos auch selber gucken. Wir haben uns da auch schon ein paar Sachen überlegt. Genau. Ja, wieso der Name Partyrentner? Kannst du ja vielleicht erklären, du hast dich ja auf Twitter so genannt, glaube ich. Ja, es fing alles an mit Twitter. Und wir haben nach einem neuen Kanalnamen gesucht. Da habe ich gesagt, hey, ich habe ja schon auf Twitter Partyrentner. Wie wäre es, wenn wir einfach Partyrentner auf YouTube heißen? Und Genau, und jetzt sitzen wir hier ja, genau, das suchen ist ja auch so weiter. ein Name. Also Rocorti, klar, man könnte jetzt auch als Beispiel Gronkh nehmen und Rocorti, das sind ja so Namen, klar. Wie heißt das? Künstlernamen. So, die sind cool, keine Frage. Aber dennoch ist das Problem da, dass man halt diesen Namen einfach in den Raum wirft. So, yo, guck mal auf Rocorti. So, und das ist halt erstmal, ja, wie schreibt man das, ne? Mit C, mit K, mit I, mit Y. Und Partyrentner sind einfach so zwei zusammengewürfelte Wörter, die eigentlich jeder schreiben sollte oder was sich auch ziemlich einfach zu merken ist. Weil Rocorti, na, ne? So ein Eigenname, Künstlername ist immer so die Sache, aber so zwei bekannte Begriffe ist eigentlich immer einfacher. Und danach halt noch Auslegungssache haben wir halt gedacht, so ja, wir sind ja jetzt schon etwas länger auf YouTube mit dabei und im Vergleich zu dem durchschnittlichen YouTube Publikum schon eher älter, also Rentner. Oder? Kann man das so sagen? Ja, oder? Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Okay. Genau. Ja, dann jetzt. Genau, was für Videos euch erwarten. Genau, wir haben halt, wie gesagt, einmal die typischen Let's Plays, die wir halt hatten, abgeschafft. Also einfach Aufnahme an. Abgeschafft. Die gibt's nicht mehr. Ja, also sind die ja komplett von ganz YouTube verbannt. Nein, Schwachsinn. Wir haben halt gedacht, so, wer guckt sich jetzt das ganze Spiel an? Da gibt es so viele andere YouTuber, die dieses Spiel spielen, auch wahrscheinlich besser kommentieren und auch wahrscheinlich besser spielen als wir. Warum nicht einfach so eine Art Montagen zusammenschneiden? Auf unserem Kanal gibt es schon so welche Videos von GTA, unter anderem, wo einfach wirklich nur lustige Ausschnitte sind. Und sowas wollen wir halt auch wirklich machen. Also, dass wir einfach zu zweit uns hinsetzen und einfach Spiele, auf die wir Bock haben. Sei es Portal 2, was schon irgendwie 7-mal auf unserem Kanal veröffentlicht wurde. Was hatten wir noch gesagt? Star Wars Battlefront 2, das ganz alte natürlich. Dann irgendwie Diablo 3 vielleicht. Solche Sachen. Halt irgendwie dann immer schön geschnitten, halt nur die lustigen Sachen drin, so dass man sich auch wirklich anguckt. Dann hatten wir gesagt, solche Sachen wie zum Beispiel League of Legends. Da gibt es jetzt irgendwie eine neue Meta, hat Aaron gesagt, und Neue Season. neue Season, genau, und da könnte man halt theoretisch so
für die, die es halt interessiert, hochladen oder auch Livestream. So von wegen, ihr könnt uns mal verfolgen, wie wir bei LOL halt versuchen, Bronze 1 zu kommen oder Silber 5 oder Silber 4. Wir fangen erstmal bei Eisen an, würde ich sagen. Genau, halt einfach so eine Art Verfolgungsding. Und da wären wir auch schon wieder beim Thema Livestreams. Wir bekommen halt 100k Leitung, also ich hier in meinem Dorf. Aaron hat schon 100k. Und da könnte man halt auch sich wirklich hinsetzen, was uns halt auf Rokorti immer mega viel Spaß gemacht hat, einfach ein Spiel spielen. Wie gesagt, da gibt es ja eine ganze Menge. Zum Beispiel könnte man hier Red Dead Redemption 2 nochmal spielen. Da ist jetzt schon etwas älter, aber man könnte es von vorne einfach durchspielen. Und die Leute, die es interessiert, können sich halt angucken. Und die, die es halt nicht interessiert, gucken sich halt nicht an. Einfach wirklich als Let's Play, wo man halt wirklich nicht viel beachten muss, einfach durchspielen. Und das Gute daran ist einfach, dass die Leute halt mit uns direkt im Chat agieren können. Und das ist halt das, was uns früher auf Rokorti halt auch mit am meisten Spaß gemacht hat. Und deswegen halt die Livestreams. Genau, das ist, denke mal, soweit alles verständlich gewesen, oder? Ja, das hoffe ich. Okay. Genau, dann haben wir uns noch überlegt, wir wollen ein Video oder eine Videoreihe machen mit der Community. Das, dazu später mehr. Man kann so viel sagen. Oh, da ist er! Sorry. Aber jetzt mal ehrlich. Ach, egal. Ja, da steht doch hinter den anderen beiden da, ne? Ja, wie soll man den finden? Jetzt fehlt noch der Hund. Ja, und der Holländische. Das ist ja die holländische Webseite von Wo ist weiter? Guckt ihr mal an. Hallo, ich mag Käse. Okay. Was hatte ich gesagt? Ach, die Arena, ne? Genau. So eine Art, in Minecraft vielleicht, so eine Art Wettkampf, dass wir das halt so moderieren und dann immer zwei YouTuber gegeneinander antreten. Aber das kann Aaron euch nochmal nachher erklären. Erstmal grob aufgefasst. Dann haben wir halt gedacht, wir könnten euch ja auch noch ein bisschen in unser Leben einweihen. Klar, nicht so viele Infos geben, aber immer so ein paar. So eine Art persönliche Geschichten. Zum Beispiel, was uns letztens passiert ist. Irgendwelche lustigen Geschichten oder keine Ahnung, irgendwie irgendwas. Ich denke mal, einfach so eine Art Relogs halt. Da gibt es ja immer was zu erzählen. Wenn euch das halt gefällt, können wir es auf jeden Fall öfter machen. Wenn nicht, dann nicht. Und wir wollen euch unseren neuen Podcast wie ein Roundhouse-Kick um die Ohren feuern. Okay, der war wirklich nicht schlecht. Der war echt Ja. Sehr gut. Genau, ja, das ist halt, also Roundhouse Kick ist halt der neue Name unseres Podcasts, wo wir halt ähnlich wie jetzt, denke ich mal, uns einfach hinsetzen und über Themen reden. Da könnte man halt gucken, ob es halt wirklich einfach Themen sind, keine Ahnung, wie jetzt aktuell Artikel 13 ist ja ziemlich gehypt, wäre ja so ein Thema, über das man sich halt hinsetzen könnte. Und halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, was auch immer, drüber sprechen könnte. Na, dass jeder seine Meinung erzählt und irgendwie. Und dann halt vielleicht nebenbei so ein kleines Video läuft, wo wir am Zocken sind, wie zum Beispiel hier, wo es weiter. Passt ja auch zu unserem neuen Profilbild. Genau. Und ja, wie alte Games, auf die wir Bock hatten, hatte ich ja schon gesagt. Das war's, oder? Hatten wir noch was? Ich glaube, das war alles. Ja, jetzt kannst du dir doch vielleicht ein paar abschließende Worte sagen. Ja, eigentlich dachte ich wäre jetzt auch durch mit dem Spiel, wenn du auch mit deinen Punkten fertig bist. Ich versuche mal mitzugucken, ob ich wen finde. Ja, diese scheiß Katze fehlt noch. Ist das ein Hund oder eine Katze? Auf jeden Fall hat er einen sehr langen Schwanz. Das irritiert mich. Und halt der holländische Waldo, ne? Jetzt mal ehrlich. Wo ist der? Erzähl lieber noch mal ein paar Punkte. Ja. Oder? Punkte. Mir fällt auch nicht mehr viel ein. Eigentlich hast du alles gesagt. Vielleicht ich bin nur gerade voll konzentriert, diese Scheiße hier zu finden. Vor allem, es gibt ja noch zwei andere Maps, ne, die wir auch noch spielen. Es wird ein sehr langes Video. Ich hoffe, ihr guckt noch zu. Schwarz. Am Ende gibt es eine Verlosung. 1000 Euro und Xbox. Die anderen beiden Charaktere suchen wir in einem anderen Video, wo wir halt über andere Themen reden. Nee, ich möchte jetzt noch finden. Zumindest ja, den holländischen. Weil ich meine die anderen beiden Maps. Ach so, die anderen beiden Maps, ja, das genau. Ist okay. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das wäre ich wusste. Ich wette, den gibt's ja einfach gar nicht. Liegt doch einfach random wieder irgendwo hin. Das hat noch nicht funktioniert. Siehst du ihn?
Das ist hier oben rechts. Oben rechts? Ja, da war er schon. Jetzt tiefer und ein bisschen nach rechts. Ja, jetzt tiefer, da? Nee. Nee, der hat ja so einen scheiß Regenschirm. Aber wo findet man den denn hier? Und vor allem das hier, ist das... Denkt man, das soll ein Hund sein, oder? Das ist einfach der Harry Potter Hund. Von Hagrid. Hat er nicht einen Hund gehabt? Ja, der hat drei Köpfe. Ja, das ist genau der. Ja, jetzt mal ehrlich, ich finde den nicht. Ich habe Walter gefunden. Oder ja, ist das der andere? Der. Genau, da, ja, ist das Walter? Ja, der ist doch schon fertig. Ja, gut, okay. Boah, das ist keine wirklich, Ahnung. Das ist echt schwierig. Lass uns das Video einfach hier beenden und dann in der nächsten... Ja, ich glaube, das wäre gut, ja. Hier weitersuchen. Genau, dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr Bock habt auf sowas. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video von Partyrentner. Tschüss. Tschüss.